Grüezi miteinander und hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einem Tackling-Spezial. Warum die Sendung heute speziell ist, ich glaube, sie jedem mittlerweile bewusst um diese Zeit. Der FCL trennt sich von Thomas Häberli. Mich und ich haben uns jetzt lange Gedanken gemacht. Möchten wir eine spezielle Sendung? Möchten wir gar nichts? Möchten wir erst morgen etwas? Aber so ganz auf dem Maul hocken können wir eben gleich nicht. Auch wenn schon viel geschrieben worden ist von ganz anderen Medien. Denken, möchte mir gleich etwas dazu sagen. Jetzt müsst ihr euch aber vorstellen, in der Nazi-Pause, wo das ominöse Interview mit Remo Meier kam, hätte mich und ich immer geschaut, dass wir das Tackling so bescheln können, dass es am Montag, wenn man es aufladet, funktionieren würde, auch wenn der Trainer entlassen worden wäre. Bis auf die letzte Sendung. Der FCL hat ja vorausgehend kommuniziert, dass sie am Dienstag, also morgen, am 11. eine Medienkonferenz machen mit Remo Meier und mit dem Trainer Thomas Häberli. Da sieht man in dem Fall wieder, wie viel die Kommunikation vom FCL wert ist. Nämlich 0,0 nichts. Ich bin jetzt nicht hässig, dass wir unsere Sendung nicht aufladen können. Das ist das Business. Nein, ich finde es charakterlos, wie man jetzt den Thomas Häberli behandelt. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Klar, der Thomas Häberli hat gestern im FCL das 2-1 geholt gegen Basel. Wer jetzt aber natürlich die Vorrunde genauer beäugt hat, kann nicht wirklich überrascht sein, dass es zu einer Trennung kommt. Wie gesagt, ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, für mich war die richtige Trennung in der Nazi-Pause gewesen, nachdem dass man ihm in der Öffentlichkeit die Hosen runtergelassen hat, jeglichen Respekt weggenommen hat und zurück gerade rausgerissen hat, hätte ich jetzt eigentlich auch noch so Freude gehabt, als Trainer weiterkommen zu arbeiten. Aber jeder hat, oder jede hat für sich wahrscheinlich auch schon gedacht, im Winter, der Winter überlebte Thomas Häberli als Trainer nicht beim FCL. So ist es. Wie gesagt, absolut charakterlose Sache, finde ich, vom FCL. Was natürlich genau hinter der Kulisse passiert ist, wissen wir nicht, werden wir morgen vielleicht erfahren. Michi und ich haben schon gesagt, wir möchten ja dann auch noch unser Fazit ziehen. Tun wir aber sicher mal morgen abwarten, was dort als dabei rauskommt. Ich denke, es wird noch für grosses Kopfschütteln gesorgt werden, denn jetzt müsst ihr euch vorstellen, in dieser Sendung, die jetzt ja morgen nicht kommt, haben wir wirklich versucht, so positiv zu bleiben wie möglich. Wir denken, nein, es tut jetzt blöd. Auch wenn Weihnachten ist und so Sachen, sie haben gestern gekämpft und gemacht und da die Jungen auf dem Feld. Die Jungen oder die Mannschaft auf dem Feld hat eben Charakter bewiesen. Das wünschte ich mir eben auch von zuoberst oben beim FCL, weil eine ganze Region leidet mit euch mit. Aber momentan leidet eine ganze Region unter euch, nicht mit. Muss man vielleicht noch so einen kleinen, aber feinen Unterschied. Jetzt noch kurz zum Sportchef selber. Ja, ich muss jetzt schauen, dass ich die richtigen Worte finde. Klar, ich möchte es festhalten, einfach hat es wahrscheinlich nicht. Aber er hat in seiner Naivität von Anfang an den René Weiler geholt. Wo der FCL in einem Sparkurs war, hat er immer 3-Jahres-Vertrag gegeben, was nachher dann viel Geld gekostet hat. Training war nachher dann, was geheißen hat, es passt nicht untereinander. Es hat einfach nicht gepasst. Und dann hat man mit dem Häberli einen gefunden, Zitat, einen aus der Region, wo der FCL und seine Facetten kennt. Aber was hat es denn jetzt wieder nicht gestimmt? Irgendetwas kann ja dort auch nicht gestimmt haben, ganz einfach. Finde ich schon wieder ein Fehler. Klar, zugutekommen muss man dem Sportchef Meier sicher seine Transfers Müller, Diaye und den Marciotta aus dieser Saison. Wenn wir jetzt nur diese Saison möchten anschauen. Es gibt aber auch noch die andere Seite der Medaille. Zum Beispiel der Feka, Custodio, Follonier, Rodriguez, Omlin und Vargas, wo man ziemlich billig weggegeben hat, der Quilia, wo man gratis weggelassen hat und der Schneuli, wo man eigentlich in der Transferphase auch noch ein bisschen hätte Geld gewinnen können, hat man auch wegziehen lassen. Ein Tomi Juric, wo man irgendwo durch auch ziemlich schlecht behandelt hat, ihn sogar gespielt hat vom Training respektive vom Mannschaftsspiel, damit er sich neue Vereine kann suchen kann, hat auch nicht wirklich genützt. Und am Schluss noch die Goalie-Rochade, wo man plötzlich 4 Goalie im Kader hatte. Ja, das ist einfach, finde ich, ein gewisser, ich sage es jetzt einfach mal, Naivität in dem Geschäft, die einfach ungesund ist. Ja, die Frage ist jetzt einfach, wie geht es weiter mit dem FCL? Wer wird neuer Trainer? Ich hoffe, wir werden morgen
ein paar grundlegende Antworten zu hören bekommen an dieser Medienkonferenz. Medienkonferenz, warte mal noch kurz. Der Präsident Stuthalter hat doch irgendetwas gehabt noch mit den Medien. Einfach ein kleiner Tipp, ich würde ihn aussen vorlassen, wenn ich die Medien wäre. Ich würde ihm mal den Maulkorb anlegen in dieser Situation. Das ist einfach so ein mein Empfinden. In dem Sinn, wirklich hopp Luzern. Ich hoffe, es geht wirklich bald wieder aufwärts. Und ja, ich höre bald wieder etwas von uns. In dem Sinn, tschüss zusammen, schönen Abend.